Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Hospital Tycoon. Nein, Hospital Point. Two Point Hospital. Leck mich am Arsch. Ich weiß nicht, warum ich auf Tycoon immer komme zur Zeit. So, wir hauen da wieder die Dingens hin. Wir brauchen hier wieder ein Waschbecken, Leute. Wir brauchen hier den Handtuchhalter. Wir bauen das einfach genauso, wie ich es letztes Mal auch gebaut habe. Es braucht einfach wenig Platz. So. Und damit ist das dann auch erledigt. Und hier dürfen... Hallo? Hallo? Keine Frauen drauf. Und fertig ist die Geschichte, ja? So. Heilen Sie einen Patienten der Dingens. Ja, das geht ja alles von alleine in dem Sinne. Da brauche ich mir erstmal nicht so die großen Gedanken drum machen. Wir haben Toiletten gebaut. Wir haben, ich finde eigentlich einen ziemlich hübschen Raum gebaut. Okay, ich würde aber sagen, wir warten, bis wir gewisse Krankheiten hier kommen und dann bauen wir erst weiter aus, oder? Das hier finde ich total dämlich. Sorry, ich finde es wirklich total dumm. Okay. Der Patient hält sich für einen großen Rockstar, den die Welt je erlebt hat, ist aber nur Gaga. Wir werden den Patienten sofort in die Behandlung hinschicken. Ja gut, das ist ja logisch, aber da oben haben wir eigentlich unseren Arzt dafür und da haben wir jetzt wieder einen Rockstar. Da kommt noch so einer. Ach du heilige Scheiße, brauchen wir wirklich mehrere Räume? Weiß ja nicht, wie lange das wirklich... Oh mein Gott, wie der geht, Alter. Das kann doch nur den hier ein Scherz sein, oder? Yeah, oh yeah. Ich lege mich hin, ey. So, dann reden wir, ey. Du bist kein Rockstar, ey. Ja, du bist nur irgend so ein Gaga-Typ, ey. Entspann dich mal. Aber der ist doch freundlich, der lacht doch die ganze Zeit. Ich bin kein... Oh, die Behandlung ist fehlgeschlagen. What? Warum? Das ist nicht schön. Oh Mann, gleich voll in die Hose gegangen. Oh. Das mit dem Raum hier, das riecht mich ja so richtig auf. If you want to experience all that the pointy mountains have to offer, stay at the Underlook Hotel. You'll never want to leave. Thanks, you're welcome. Amazing. So, haben wir? Underlook Hotel. This is Two Point. Warum schlägt denn die Behandlung immer fehl? What the heck? Muss hier noch irgendwas Tolles rein, oder was? Nein, stimmt doch gar nicht. Du laberst zu viel. Können wir jetzt auch mal jemanden haben mit einer normalen Krankheit, bitte? Das geht nicht. So, wir haben eine neue Krankheit, okay. Verbale Durchfall. Durchfall ist eine Krankheit von allen Rede, bereit, sich schnell auf die Meilenweit zu hören. Patienten möchten sich behandeln lassen. Dafür wird folgendes Zimmer benötigt. Apotheke. Ja, wir machen jetzt eine Apotheke auf. Hoffe, euch wird's gefallen. Denn meine Apotheke geht ab. Was? Ja, wir haben
haben eine Apotheke und die wird euch nicht so gefallen, aber mir. So, haben wir noch einen Feuerlöscher. Eigentlich alles drin, was wir benötigen. Zack, in der Apotheke muss ein Krankenpfleger arbeiten. Einstellen, Krankenpfleger. Station, nein. Oh, die sind alle gar nicht gut für Apotheke. Ist nicht optimal dafür, aber jetzt ganz ehrlich, haben keinen anderen. Ne? Und wenn man keinen anderen hat, hat man halt keinen anderen. Ganz einfach. Wir haben es geschafft. Ja! Gewährt den Zugang zu einigen neuesten Entwicklungen der Upgrades für die Apotheke, Medikamentenmixer und Easy-Scan für allgemeine Diagnosen. Wenn wir alle Upgrades für unsere Maschinen kaufen, verbessern wir ihre Leistung und können dadurch mehrere Patienten reaktionieren und heilen. Die Upgrades für die Maschinen zu installieren, brauchen wir einen Hausmeister mit mechanischer Ausbildung. Wähle erstmal die Maschinen und dann die Upgrade-Option aus. Eine Ausbildung des Hausmeisters dann die Zeit installiert. Okay, also man kann jetzt hier drauf drücken und dann. Okay, stopp jetzt. Das geht mir jetzt gerade ein bisschen schnell, aber warum wurde mir das vorhin noch nicht erklärt? Aber gut, Geräte können durch die Upgrades leistungsfähiger gemacht werden und verbessern. Okay, Behandlung durch einige Forschung. Okay, ja, okay, das habe ich verstanden. Eine Ermüdung der Skelette aufgrund der Blablabla, die wird 7500 kosten. Der Patient möchte die Behandlung lassen. Dafür wird folgendes zum Benötigt. Station. Patienten bitte warten. Okay, also Station ist halt wirklich so ein Hauptzimmer, wenn ich immer ganz ehrlich bin. Und dafür, wenn wir uns das jetzt hier angucken, wir können hier nur 3 gehen. Und dann wäre das auch schon wieder scheiße. Also, nochmal abbrechen, ja. Wo bauen wir die Station hin, Leute? Das ist jetzt gerade, Station ist nicht so einfach, ja, weil wir da einen Gang haben. Ich bin wirklich der Meinung, wir setzen hier einfach die Station hin. Und dann wirklich so. Geht dann da noch ein Gang lang? Ja, da geht sogar noch der Gang lang. Dann werden wir hier wirklich die Station hinsetzen. Und dann gibt es hier unseren Eckschreibtisch. Und dann gibt es hier noch diese Umkleidekabine. Die machen wir wirklich dahin. Und dann brauchen wir Betten. So. Ja, das ist schon okay. Nein. Ich will mal. So, und dafür brauchen wir, müssen wir jemanden einstellen. Jetzt ist sie nicht mehr da. Okay. Personal, aber wir haben nämlich dafür absolut keinen. Ja, da müssen wir dann mal zwischendurch gucken, Leute. Wenn wir dann wirklich jemanden dafür haben, weil ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie ich die ausbilden kann. Aber das werden wir dann sehen, okay? Doctor, to the roof, please.
Ich mag die Melodien, wirklich. Das ist so, so beruhigend. Oh, 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 oh. Apotheke und Krankenstation. Jawohl. Einstellen. Du gehst hier hin. Du raus da oben hin. Dankeschön. Ganz einfach. So sollte das schon ganz gut funktionieren. So. Was ist denn? Karriereziel erreicht. Verdiene 1 Million. Öffne Karriereziel. Liste der Karten aus, um deine Belohnung zu erhalten. Was soll ich machen? Öffne die Karriereziele. You're listening to Nigel Bickleworth. On 2Point Radio. Welcome back to your favorite radio station with the vastly overqualified Sir Nigel Bickleworth. I'm here to inform, to entertain, and to bring some small measure of sophistication to... Ah, hier, einsammeln. Blub, blub. Okay, 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 verstanden. Okay, das ist so wie beim... beim Browser... beim Browser-Game. Cash Royale, so. I believe people like to call them, do not hesitate to Alles repress klar. That impulse. I have no intention of playing any of that drivel. Installiere ein Upgrade, da ist er ja schon bei. Er kann das doch auch, Mechanik. Also, alles ist super. Dauert halt ein bisschen, ne? So, jetzt bin ich mal überlegen, Leute, ob wir hier irgendwo noch einen kleinen Pausenraum hinsetzen für die Leute. Ich hoffe, das war... Oh, hier, Grundstück. Okay, also hier können wir wirklich Grundstücke kaufen. Ja, das gefällt mir gar nicht, ne? Das, ich muss euch das ganz ehrlich sagen, das ist der größte Bullshit der Nation hier. Aber gut, ich hätte die Station auch daran bauen können. Aber ja, gut. Bom, bom, bom. Gleich hat das fertig. Installation Upgrade abgeschlossen. Troll! Das Maschinen-Upgrade wurde installiert. Achte darauf, dass überall genug Feuerlöscher bereitstehen, damit unsere wertvolle Maschine nichts passiert. Ja, okay. Klar, dann gehen wir nochmal auf Objekte und dann gehen wir hier nochmal hin und dann... Ach, da ist ein Feuerlöscher drin. Alles klar. Schon gewusst, wir können die Krankheitsgebänder erreichen. Ja, ja, das wissen wir alles. Zack, hier hingehen. Willst du die Grundstücke kaufen? Klicke auf die Karte. Das haben wir gerade auch das erste Mal schon gesehen. Besitze 2 Gebäude. Wir haben 1, heile 3% mit Topf. Okay, okay. Also wir haben jetzt hier einiges zu tun, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich muss jetzt erstmal gucken, welches Gebiet wir wirklich kaufen. Das wäre schon ziemlich interessant. Das wäre ziemlich klein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich würde darauf reagieren, das, was als nächste Krankheit kommen würde, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich hätte auf jeden Fall... Okay, wir haben wieder was Neues. Er möchte eine Gehaltserhöhung. Kann man das mit der Maus... Kann man nicht. Ist klar, Mann. Ja, wir müssen jetzt erstmal einen Personalraum bauen für die Leute. Ja, also mein Hausmeister Krause ist völlig im A. Und aus dem Grund kann ich gar nicht. Doch, da Pausenzimmer, alles klar. Ja,
Ja, wir machen den ruhig etwas größer, den Pausenraum. Teuer, Alter. Ach, komm. Schon mal einen Pausenraum. Da haben wir wirklich schon mal einen Pausenraum. Schön gewusst, dass du durch Platzierung von Pflanzen und Dekorobjekte wird das Krankenhaus attraktiver. Ja, das ist alles schon ziemlich klar wie Kloßbrühe, mein Freund. Oh, was hat er denn jetzt? Oh, der hat eine neue Krankheit. Oh, ja. Mit 100%igkeit. Mal gut, dass wir hier einen Pausenraum gebaut haben noch. Oder? Oh ne, die gehen da rein, okay. Okay. Dann können wir das eigentlich noch ein bisschen warten, wenn man ganz ehrlich ist. Please stop coughing. Eigentlich ziemlich cool. Was hat sie denn? Durchfall. Okay, und deswegen hast du was von deinem Mund? Okay. Okay, was haben wir hier? Herausforderung. Schaffe 90 Tage ohne einen Todesfall. Zeitbegrenzung 180 Tage. Belohnung 25 Zufriedenheit. Boah. Ja, wir probieren. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, richtig? Stopp! So, fliegender Wechsel. Zack, es geht nämlich dann sofort weiter, weil was anderes können wir uns auch gar nicht erlauben. Unser Arzt haben eine neue Krankheit entdeckt, WC. Diese Hautkrankheit wird durch schmutzige Toiletten verursacht. Sie kann durch eine teure Medikamentencocktail aus der Apotheke geheilt werden oder durch Hexerei. Wir werden die Patienten sofort zur Behandlung hier hinschicken. Apotheke, alles klar. Also Apotheke wird jetzt noch ein bisschen mehr gefordert natürlich, aber... Ich denke, das wird wohl schon ganz gut funktionieren. Ich sage auch erstmal wieder vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis morgen. Tschüss.